Habba Brabba, Muffin Purp Gurk. Yo, 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 kurz Luft holen. Yo, 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 was geht ab? Hab dir grad du blöde Sau gesagt? Was, yo, lan, was, lan, sus, du Pitsch. Ist nur im Ärgern, Kerem. Hallo, Tag, Zahm, Hukulu. Was geht ab? Yo, 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 yo. Hast die Mucke so, ja, ne? Who's bad? Me's bad, I'm a bad boy. Ich räume nie mein Zimmer auf. Hi, ihr wunderschönen Menschen, was geht ab? Guten Hallo. Ihr seid alle süß. Außer Karim. Zu leise, man hört dich. Ruhe. Ruhe. Hallo, Bümperli. Ich hab kein Zimmer, Kappa. Danke, Alphobeats. Linke Pätschchen, nehmt euch. Immer gerne. Was geht? Schwester Kusch, warum kannst du schreiben? Du bist nicht zu Hause. Bist du auf dem Handy? Was macht du aktuell? Reflux zu deinem Gift? Ja. 2, 3, 4 Tage die Tabletten, dann geht das wieder. Apropos, ich muss eine nehmen. Ich habe gestern schon keine genommen. Weil wenn die Beschwerden weniger werden, dann vergisst man das. Danke, mache Diät, nur Wasser bitte. Im Tinkepäckchen ist kein Zucker drin und wir haben auch keine Dingstrohhalme, Alter. Wir haben Plastikstrohhalme. Und keine Papierstrohhalme. Mein Gott, fuck mich das ab. Hast du Tinkepäckchen mit Pfirsich? Na klar, nichts anderes. Wer hier Eistee Zitrone trinkt, der möge bitte den Stream verlassen. Plastic Goat ist so, Alter. Diese ekelhaften Dinger. Ich besitze ein Mobilfon. Ja, komm. Zitrone beste, bah. Als würde man Toilettenreiniger trinken. Ekelhaft. Ja. Sag mal. Nee, Zitrone schmeckt nicht. For real? Einfügen ohne Ressource neu. Unos Momentos? Houston, we have a problem. Ich hab schon wieder bei der Klamotten verkackt. Guten Abend. Heute ist nicht Deutschmittwoch? Ne, ich habe ja dafür Montag frei gemacht. Update morgen. Okay, alles klar. Wir haben doch kein Problem. Scheiße! Nur Spüli. Ja, mache ich auch, dann spare ich mir da Zähneputzen immer. So. Wo sind wir geblieben? Wo sind wir? Dice, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 13. Monat und Lee Black, Dankeschön für den Wiesab im 3. X-Me, Dankeschön für den Wiesab im 30. Sunny, Dankeschön für den Wiesab im 16. Hallo, ich bin schon 16 älter als Goofy. Und Bagash, Dankeschön für den Prime im 2. Huggy, danke für den Prime im 12. Mit Hukulu, NRW, DK ist so. XXX Tentation, XXXMe, Dankeschön für 10 Gifte Subs, Bruder. Welche Zähne denn? Ja, ich hab noch 2, aber die sind weiß. Vielen lieben Dank, Brudi. Ich hoffe, die Leute haben sich auch bedankt. Spicy, Dankeschön für 100 Bits. Und Dankeschön für den Gifted Sub. XXXMe, Dankeschön für den Gifted Sub an Freaky Try. Und Scheiß Maus. Dankeschön ebenfalls für 100 Bits. Hallo, Holy. Und Graham, Dankeschön für den Prime Sub am 17. Squeezy, Dankeschön für den Wiesab am 18.
Ubebe, 18 Monate, danke für die jahrelange gute Unterhaltung. Kekusch, kiss, kekusch, love. Und Maximoto, dankeschön für den Resub im 37. Monat. Und Crystals, dankeschön für den Prime Sub im 32. Und Xmi, dankeschön für den Gifted Sub nochmal, aber ein Flarelix. Und Esserungs, dankeschön für den Prime 2. Auf die nächsten Monate, dankeschön. Schmackomatz, dankeschön für den Prime 21. Schattenbund, dankeschön für den Resub im 33. Ja, etwas spät, ich weiß. Nö, alles fein, Brudi. Dankeschön. Und Bergi, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Und dankeschön für den Resub im 8. Sevasku, dankeschön für den Resub im 10. Stufe 3, vollreich, ja. Ukulu, vielen lieben Dank. Und Platte, dankeschön für den Resub im 29. Und Newlack, dankeschön für den Prime 31. Und Chef von Twitch, dankeschön für 5 Gifted Subs. Und XXXMe, nochmal dankeschön für den Gifted an Sync86. Und Filzen, danke für den Prime Sub im 19. Krass, ey, die Leute ballern hier echt Geld dran, obwohl Twitch Prime kostet. Geil, so, Leute. Und Hansi, danke für den Prime Sub im 14. noch. Wer ist denn alles da? Ach du Scheiße, Alter. Aquamilo, danke schön für 5 Gifte Subs. Warte. Mahoney, Awesome, Onkel Buki, Boston Eber und Boomer. Boogie. Dankeschön. Hallo Alina und hallo Spicy, hallo Matze, hallo Inkit, hallo Kobo, Newlack, Chef von Twitch, Yoko, Tula Jackson, hallo, Thurgrid Jenkins, Aquamilo, hallo. Ja, ich kann nichts lesen, Alter. Bro, wie soll ich da lesen? Ich bin so nicht mehr gewohnt. Mein Chat war immer müde. Shady, guten Abend, Amok, hallo, Dice, Alpino, T-Frosch, Juri, hallo, Metti, Onstag, heutiger Krautsalat, Oma, RP mit Ziggy, You Can't Catch Me, Dreezy, was geht, Karim, sehr ruhig, Bangarang, hallo, Nick, hallo, Bommel, hallo, Unicorn Destroyer, Bluefrog, Sven Zielinski, hallo, und Bacardi, und Arnob Lappen, Mr. Pony und Volibear, was geht, Jenny Droge, guten Abend, viel Spaß heute, danke. Danke. Henkant, hallo, Ultras, Sneedlewoods, Tetrapack, Swerplex haben wir, Skrilljay, hallo, Smashing, hallo, I'm Lowkeyga. Was geht? Kannst jetzt gleich wieder, ich kann nicht lesen können, tut mir leid. Hallo Blitzlein, hallo Owenstar, oh mein Gott. Na, können, das kann ich mir schnell lesen, ich bin 31, meine Augen sind nicht mehr so gut. Mr. Anonymous, der alte Hacker, den kennen wir, ne? Der hat Scientology gehackt, habe ich gelesen in Bildzeitung. Vielen lieben Dank für die 10 Gifte Zaps, wie auch immer du bist, Bruder. Schwester. Womit Feind, egal. Vielen lieben Dank. Und Serbe, Dankeschön für den Resub im 6. Yo, 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 yo. Und Zuma, Dankeschön für den Resub im 10. Ich habe Monte 5 Minuten lang im MP gesehen. Ich liebe dich jetzt noch mehr. Hey, kein Hate. Why hate? Don't be hating. Why? Und Jenny die Droge, Dankeschön für den Host. Und Julius, Cody Assis, dankeschön für 5 Gifted Subs, ebenfalls. Und egal, Tonatos, dankeschön für den bis zum 6. Gib dir gleich Skrillejay, das ist der Schwester Kusche, dann sagen wir Leute, what's poppin'? Oh mein Gott. Und egal, Tanta habe ich jetzt vorgelesen, egal, Tanatos, dankeschön für den Resub im 6. Monat. Boah, ich kann schon nicht mehr. Kann ich ins Bett gehen? Gottes, wie kann man aufhören, so nervös zu sein bei Whitelist-Gespräch? Ich kack mir da immer ins Hemd. Stell dir einfach den Typen oder so vor, der mit dir ein Whitelist-Gespräch macht, der wäre nackt. So mache ich das eigentlich permanent in meinem Leben, wenn ich irgendwo bin und nervös bin. Ich stelle mir die Person immer nackt vor. Einfach machen. Einfach machen. Aber dann muss ich so lachen. Ja, aber besser lachen, anstatt da zu chillen und so, weißt du? Was geht alles fit, Joker? Ja, bei dir, also nervös und notgeil. Hat da nichts mit notgeil zu tun. Machst du Kerze an? Yo. Ich hab grad deinen Lucky, stimmt. Salty, dein Lucky Plugger ist für dich. Der Juri hat einen Lucky Plugger gemacht, Alter. Leider habe ich die letzten Tage, wo ich ausgemacht habe, nie gesehen, dass der Juri nur online ist. Sonst hätte ich da reingehostet, hätte da sehen können. Aber ich habe einige von euch da angetroffen.
Und was, wenn das eine Frau ist? Ja, ist doch egal, ob Frau oder Mann, oder? Man soll sich das ja nur vorstellen, damit man nicht so nervös ist, nicht wegen irgendwelchen Hintergedanken. Ihr Schlawiner, ihr. So machen wir das aber hier nicht, Chat. Also Mr. Art of War, Dankeschön für den Prime-Sub im 7. Und floxe.de, Hashtag Werbung, danke für den Prime-Sub im 12. Ein Jahr. Heute wird holzige Cola getrunken. Boah. Ich hab auch Bock, ne? Aber wir haben Mittwoch, Alter. Aber guten Durst. Tag. Und Mustard on that beat. Dankeschön für den Reset im 2. Monat. Und Mustard schreibst du noch einmal bei Twitter. Der Dodge kommt in 3, 2, 1, Junge. Rast dich aus! Wenn ich Dodge, dann schreibe ich das. Ihr Ärgerer, ihr seid größte Ärgerer. Chat in Twitch, Alter. Immer schon. Warum könnt ihr nie nett zu mir sein, ja? Der neue Hintergrund übrigens. Danke. Habe ich gefunden im Internet. Ich muss mir den Schnee ausmachen. Soll ich Schnee anlassen oder ausmachen? Ist ja bald schon wieder Winter, ne? Dauert ja nicht mehr lange, ein paar Monate noch. Dann gibt's hier eine Weihnachtsgeschenke. Was geht ab, Alex? Ich war beschäftigt, als du da warst. Ja, so. Oh. Merry Chrysler! Merry Chrysler! Wechsel mal auf Koks. Was an den Aal. Ich bin wie Aldi und Lidl, die schon im Dings im August Weihnachtsbäume verkaufen. Und Spekulatius und so. Kann man den jetzt hier mal anmachen? Ich hab jetzt Bock auf. Wenn der Michael, dann der. Kannst du kurz WhatsApp gucken? Ja, wenn ich wüsste, wo mein Handy ist. Moment. Ich muss ja kurz anmachen. Nichts kommt besser, als bei 30 Grad August Marzipan zu futtern. Wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Ist jetzt doch nicht off. Oh, Karim, Alter. Warum? Mir geht's auch gut. Ich hab die letzten 2 Tage dick geschillt. Ich hab ein paar Dings gemacht für Nifty. Heute kam wieder dickes Klamotten-Update. Oh Mann, warte, Moment, oh mein Gott, Maximoto. Ich ihm erklären hier, Alter. Dankeschön, Platte. What is that? Der Blank hat die Tasche besorgt, Alter. Oh mein Gott, Maximoto, vielen lieben Dank für 20 Gifted Subs, Bruder. Ohne mich wie Chat ausgestorben. Bro, vielen lieben Dank. So viele haben einen Sub bekommen. Dankeschön, Maximoto. Da gibt's wohl ein kleines Problemchen mit meiner Klamottenressource. Da müssen wir gleich mal gucken. Also euch geht's gut, mir geht's auch gut. Ich hab die 2 Tage gechillt, hab ich sehr genossen. Ich hab gestern eine Serie angefangen, die heißt auf Netflix You. Das ist irgendwas mit so einem Stalker. Ist cool, hab gut gegessen. Hast du wieder was kaputt gemacht? Nö, das ist wegen dem Klamottenshop, Juri. Die Sache, dass die Sachen nicht laden. Dass man dann die mit der Hautfarbe da auf 200 stellen muss. Das zeige ich aber gleich einmal im Stream. Vielleicht kann du immer oder so dann einen Clip machen, den können wir dann im Discord posten, damit die Leute wissen, wie das geht. Neue Staffel Haus des Geldes draußen, das fand ich so langweilig, das habe ich gar nicht weitergeguckt. Also hat mich gar nicht gecatcht. Bugir und CackDX, danke schon für den Prime 37. Monat. Prime ist kostenlos, immer dieser Bait.
Ne, ich bin da eingepennt. Ich fand die absolut langweilig. Hört es jetzt auf, voll der Stalker? Also ich habe den Typ schon gefühlt in der Serie. Beste Serie immer noch Sons of Anarchy. Was arbeiten am Out? Haus des Wehr? Boah, ah, was fragt man denn immer so, wenn man den Stream startet? Was sind diese typischen Streamer-Dinger? Pff, ich hab schon was gab es neu zu essen bei euch? Sieht ihr gut aus? Hab hier schon, glaube ich, nicht mehr geguckt. Wetter. Ja, Wetter ist heute gut bei mir. Was habt ihr gegessen? Heute schon Bäuerchen gemacht? Nur Pizza. Ich hab so Baguettes gegessen wieder. Gibt's neue Kunden für Lost Curtis? Es gibt Standardkunden für den Lost Prepper von GTA selber. Ich habe aber vom Wolfs MC eine Kutte reingeklatscht. Findest du unter Undershirt. Unter Undershirt gibt's jetzt auch Bärte und unter Accessoire gibt's auch Cholo-Bärte. Für so Kuba und so. Also Vagos und bla bla bla. Musst du dich überall mal durchklicken. Ich habe noch eine Mongols-Weste. Eigentlich kann ich jede Weste reinklatschen. Was ist denn jetzt schon wieder? Paula Menose, no, debug nicht. Ich, das ist halt alles verbuggt. Liegt nicht an meinen Klamotten. Ich schrei gleich. Krieg ich wieder Ärger, ja, obwohl das der scheiß Klamottenshop ist, der da rumbuggt. Mr. Orbit, Dankeschön für die Prime Sub im 6. Monat. Warte mal, das Lied haben wir gerade schon gehört. Wer ist denn der coole Typ hier? Sonst beiß ich den C. Das sind nicht meine Klamottenschildbrüder, das ist das System von dem Klamottenshop. Das muss gefixt werden, das wissen wir aber schon seit 5 Jahren. Und Bionic, Dankeschön für den Wiesab im 11. Und Recrease Cat and Pace, Dankeschön für den Wiesab im 3. Erster Hardgate-Sub in meinem Leben. 6 Monate auf einmal hast du dir verdient, Daddy. By the way, bei mir gab's heute 1 Kilo Karotten. Boah, Bruder, ich hab was ganz anderes gelesen, Alter. 1 Kilo Dope hab ich gelesen. Daddy. Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt. Das sind nicht... Doch, hatte Mila. Nein, hattest du nicht. Jetzt wickert Mila mich an, weil die Schuhe nicht in Weiß gibt. Was geht ab, Hamadini, Bruder? Wie geht's gut? Ich hoffe dir auch. Daddy Kushi Kush. Milvio, Dankeschön für den Wiesab im 10. Das habe ich verpasst, was ihr gegessen habt, aber ich habe Pizza und so gelesen und Kartoffeln. Moin Mädels, alles für die. Das Ding ist, die Schuhe gab es vorher nicht in Weiß, aber Mila denkt, die gab es in Weiß und jetzt kriege ich Ärger dafür. Auf dem Weg zum Sport. Hört auf zu lügen. Bitte. Gib mir meine Sandalen. Ich habe Crocs reingemacht. Und Yeezy Boost, 350er. Aber werden wir eh gleich sehen. Als ob Yeezy Boost. Na klar, Bruder, na klar. 350er. Ich musste viel aussortieren. Ich habe auch den ganzen Schmuck rausgehauen, weil die zu high poly waren, aber das
Wird euch wahrscheinlich nichts sagen. Wallah, Bila Barakani, Lack in diesem Chef wird nicht gelogen. In diesem Tisch wird nicht gelogen, Junge. Ciao, Soldi. Revolution. Kamasche. Wer von euch diesen Möchtegern-Trailer von Matrix 4 gesehen? Hände nur hoch. In de hoch. In de Luft. Wer ist ein bisschen hyped auf den neuen Matrix-Film? Kommt im Dezember, ne? Puh, da hab ich Bock da drauf, Alter. Holy fuck. Ich hab Dingensbums geguckt hier. Suicide Squad 2, aber der war kacke. Den würde ich von der Skala von 1 bis 10 würde ich ihm eine 6 geben. Ganz komische Story, ohne zu spoilern. Und Lage wieder beruhigt bei Unity. Bruder, ich werde keinen Fuß mehr auf Unity setzen. So, ich habe kein böses Blut mit Ty und Dexys und so, aber wenn ich einfach aus dem Team gekickt werde, ohne dass man mir irgendwie auch nur ansatzweise auf irgendeine Art und Weise Bescheid sagt. Ich war da in der WhatsApp-Gruppe, da wurde ich einfach rausgekickt. Ich wurde einfach komplett weggekickt da, ohne dass mit mir geredet wurde. Scheiß drauf. Sollen die ihr Ding machen, ich mach mein. Ich renne da nicht hinterher, Alter. Und sag, yo, was ist hier los? Yo, hab ich mal eine Downphase? Zock ich mal nicht. Zock ich vielleicht mal auf einen anderen Server, weil ich einfach RP spielen will. Und wenn für mich kein RP da existiert, was soll ich dann machen? Muss mit meiner Schwester warten. Ich bin keine 13 mehr, Alter. So. Ich habe so viel Zeit da investiert und versucht zu helfen, aber nichts hat funktioniert. Wir sollen ihren Film schieben, wir sollen machen, was sie wollen, wir sollen mit Kikaware machen, was sie wollen. Mir ist egal. Und Handyboy, Dankeschön für den Resub im 9. Monat. Mann, was ist denn heute los? Okay. Mein Bruder nervt auch schon wieder, Alter. So. Lass dir eine Pommes gehen. Ich bin noch im Knast. Ich war jetzt die letzten 3 Tage im Knast. Und ich komme heute raus. Und ich erfinde irgendwas. Ich sage einfach, Aztekas haben mich zusammengeschlagen. Seit wann gibt es das Lied auf Spotify? Schon lange? Aber Unity ist doch eine große Familie. Das können sie auch gerne sein. Aber wie gesagt, kein böses Blut und so, kein Beef, nix. Wird das nur ein bisschen frech. Die ganze 5M-Kacke auf TikTok, lache auf die Server-Admins in der Szene. Ja, auf Nifty nicht, das Loco-Server-Admin. Gibt es wieder etwas Neues auf dem Server, ja? Die Cops haben neue Autos bekommen. Weil die Autos davor zu viele Polygone hatten und so. Also die haben zu viel Performance gefressen. Die haben bessere Autos bekommen. Mediziner können jetzt einen Rollstuhl spawnen für verletzte Spieler. Du kannst damit dann rumfahren. Neue Klamotten. Du kannst jetzt Schlüssel bei den Autos weitergeben. Das funktioniert mittlerweile. Ach, keine Ahnung. 50 Millionen Sachen, Bruder. Und das ist noch lange nicht alles. Nein, nicht das. BMX sind drinne bei PDM. Sogar ein ganz besonderes BMX. Werdet ihr vielleicht heute noch sehen, wenn sich Mila ins Kaufen geht. Wann ist Beta vorbei von Nifty? Kann ich dir nicht sagen. Beta ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Da kommen immer Sachen mit, die man nicht einkalkulieren kann, aber auf einem guten Weg. So. Ab in eine GTA-Pommes. Schön mit NPCs RP'n. Geil, Alter. Bugger.
Fragsam Fallout und Satorex, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Und Chrono, Dankeschön für den Prime 20. Ich habe mir eine französische Bulldogge geholt, ich habe auch eine. Oh Bruder, ich hoffe, dass du bei einem richtigen Züchter warst, ne? Und die nicht so eine kurze Schnauze hat, ehrlich. Damit tust du dem Hund echt keinen Gefallen. Also Real Talk nicht. Gut. Da musst du echt drauf aufpassen. Ich hoffe, dass du auch Papiere bekommen hast, ne? Und die Elterntiere und so gesehen hast. Warst du nicht erst raus aus dem Knast? Ja, Tiger. Wir sind aber an dem Abend, wo wir rausgekommen sind, wieder eingesperrt worden. Was haben wir denn nochmal gemacht? Was haben wir denn nochmal gemacht? Achso, wir haben den Stokes verkloppt. Oh, Bachalam! Genau, wir haben den Jack verprügelt. Weil der unfair gekämpft hat gegen Nate. Beim Boxkampf, der Pisser. So, Mucke aus. Hallo, ihr wunderschönen Menschen vom VOD. Ich bin im Gefängnis, ich habe mich nicht rasiert. Was soll ich machen? Wie siehst du denn aus? Was soll das denn heißen, Junge? Der Bart, Bruder. Okay, sorry, nach zwei Tagen ist der kürzeste Ramen El Arab geworden. Inshallah, Bruder, inshallah. Bye, have a beautiful time. Yo, 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 Timmer, dankeschön für 5 Gibbs und so, Timmer. Und Kaba Free Hacks, dankeschön für den Boost am 6. Ich glaube, ich gleich da hingehen sollte, oder? Die schlagen mich kaputt, Alter. Übrigens habe ich LA Roads angemacht und für die Leute, ich zeig euch was, 5M. Es gibt ein paar Leute, die unter 5M immer irgendwelche Grafikprobleme haben, ja? In den ganzen Custom-Sachen. Hat der Jure mir vor ein paar Tagen gezeigt. Gibt's eine Einstellung hier. Extended Texture Budget. Da könnt ihr quasi der Grafikkarte mehr Dings geben. Damit die mehr Speicherkapazität hat für die Texturen. Ja, Mann, die Schuhe sind richtig, Alter. Erstmal fette Crocs im Knast. Yee. Na klar, Bruder. Gucken, wo der Nate hier irgendwo rumdümpelt. Wir hätten jetzt da hinten hingehen, aber dann schlagen mich die NPCs zusammen. Ich hab keinen Bock drauf. Ach stimmt, und ich habe NVE-Lampen reingepackt, hat der Juri mir fertig gemacht. Die Schuhe sehen aus wie die von meiner Mutter, das sind Crocs, Bruder. Maske, Beach und Vespucci, hier gibt es bla bla bla. Sag mir, Kurs. Ja, ich muss wieder warten, bis der sinkt, dann kann ich das einkaufen. Wie viel Kohle habe ich denn? Der Bart ist richtig wild. Gibt doch nur so einen Schnäuzer und so. Ja, die Crocs sind 400k wert. Hier auf dem Server sind die gar nichts wert, weil Klamotten nichts kostet. Kostet denn? Wegen Charakterindividualisierung. Solltest dich jederzeit umziehen können, ohne da irgendwie für farmen zu müssen. Erstmal rubbellose. IC einfach so viel am Rauchen wie UOC, ja, die Klappe. Ich ruf mal Nate an.
Schissel. Ja, was geht ab? Ja, was geht bei dir? Ich glaube, ich komme mal raus. Oh, Endtide. Kannst du mich abholen dann? Tiefe Schissel. Ich weiß aber nicht, wo G ist. Ich glaube, die haben ihn abgestochen. Wie? Abgestochen? Wer hat ihn abgestochen? Weiß ich nicht. Ich habe den noch nicht gesehen. Vielleicht schläft er noch eine Zelle. Ja, vielleicht. Hast du nicht nachgeschaut? Ne, ich habe nicht nachgeschaut. Ich bin rausgegangen. Oh, okay. Mir ist auch was Schlimmes passiert, ne? Was denn? Wurde zusammengetreten. Kannst du mich zum Laden fahren? Was? Ja. Wer hat dich zusammengetreten? Irgend so ein Mexikaner. Soll ich den anzünden? Ein Salvadorianer oder so, keine Ahnung. Ich kann den anzünden. Ich habe in letzter Zeit Spaß mit Flammen. Wie, du kannst ihn anzünden? Ich kann den anzünden. Ich habe Spaß mit Flammen. Ich habe das PD-Fest angezündet. Mhm. Und haben dich festgenommen? Nee, haben die nicht. Die sind zu dumm. Ja, es ist Curtis. Pass auf, ich war die ganze Zeit in der Nähe, hab da sogar angerufen, zu anonym, aber keine Ahnung. Und einer hat mich sogar, glaube ich, vielleicht gesehen, vielleicht auch nicht. Der ist auf jeden Fall an mir vorbeigehuscht. Ja, du kannst doch nicht das PD anzünden, bist wahnsinnig. Was denn? Du hast gesagt, ich soll Ärger machen. Ja, aber du sollst die Menschen doch nicht beim lebendigen Leib anfangen. Und es kam keiner, also habe ich die Flaggen angezündet. Am Eingang. Du bist einfach eine Birne. Und gestern habe ich die ganzen Büsche, danke, die ganzen Büsche angezündet. Du bist der Komplettere. Warte ab. Ich habe noch so viel vor. Ja, ich habe richtig Spaß daran. Was, bist du verrückt? Du hast ja auch immer gesagt, ich soll es finden. Du bist ein Feuerteufel. Hör auf damit, hey, so lange ist auch im State Prison, ne? Und hier machen nicht zu Hackepeter. Ich soll irgendwas finden, was mir Spaß macht. Das habe ich. Ja, aber ich habe nicht gesagt, du sollst das HPD abwackeln. Ja, das vielleicht nicht. Wie? Aber ich habe Spaß daran. Hast du mit Jojo gequatscht? Ja, der ist im Auto. Frag mal den, ist der bei dir? Mhm. Frag den mal, ob der Zelle bekommen vom OG. Okay, dann frag nicht. Der ist gerade am Telefonieren, warte. Hast du Zettel von OG bekommen? Bei der Entlassung hat er das in der Nähe vom State Prison versteckt. Okay. Ich rufe dich nochmal an, wenn ich weiß, wann ich hier rauskomme. Wie für Schissel. Okay, bis gleich. Soll ich mich hübsch machen für dich? Jo. Ja, okay, ist schon passiert. Okay, bis gleich. Ja, hau rein, Alter. Wir haben kein OG, wir haben so eine fiktive Person, die hier im State Prison ist, im Hochsicherheitstrakt. Wo ist der Knallkorb, Alter? Und Ignell, danke schon für den Prime-Sub am 12. Raus hier aus dem Bunker. Wo waren nochmal seine... Jo. Ja, was geht bei dir? Nicht viel, man, gerade wach geworden. Was geht bei dir? Lass mal raus. Okay. Ich glaube, da gibt's einen kleinen Portfehler in der MLO. Oh, die kleinen Wichser haben mich zusammengetreten, ne? Wer? Irgendwelche Aztekas oder so. Okay. Die haben blau getragen. Komm, Motherfucker, die da. Ich glaube ja. So Motherfucker, die da auch da hinten am Sportplatz chillen? Ich weiß nicht, sehe die von hier nicht. Aber ich kann mich auch nicht prügeln, mein Bein tut voll weh. Aber ich habe noch meinen Schlag im Bein. Hast du das mitbekommen? Hier waren Nachbarskinder. Echt jetzt? Mhm. Die waren im State Prison. Den einen Abend? Ja. Die Wichser, mit denen wir uns auch vom Barbershop und so geschlagen haben. Das müssten die gewesen sein. Ja, ich glaube, da war ich auf der Krankenstation. Das kann sein. Wir haben hier so abends gechillt, haben eine geraucht, haben Essen, ne, so, weißt du?
Und dann sind die halt hier reingekommen. Dann haben wir uns mit denen geschlagen. Haben die ihn weggehauen? Ja, klar. Ich ruf mal bei dem Dings an. Wie geht's dir, Mann? Ja, mein Bein tut richtig weh. Besser. Geht schon. Dogs, MSPD? Ja, hier live aus dem State Prison. Wann ist denn hier Aufschluss, damit wir raus können? Wenn wir unsere... Wir sind sogar gerade auf dem Weg nach oben, dann können wir sie gleich sogar rauslassen. Okay. Alles klar. Wunderbar. Bis später. Hau rein, Alter. Ja, ist schon, die sind schon auf dem Weg nach oben. Mila und Jojo kommen uns abholen. Jojo hat Zelte vom OG bekommen, ne? Aber der hat irgendwo... mir erzählt. Der hat zu Mila gesagt, der hat irgendwo die Zelte versteckt in der Nähe vom State. Ich meinte halt zu ihm, ne, wenn er soll versuchen, den Scheiß rauszubekommen, nicht, dass ihm das irgendwie weggenommen wird. Ja. Erstmal raus hier. Der Knast hat meine ganzen Haare gefickt. Ich glaube, ich mache mir gleich neue Frisur. Ja, viel mit Duschen und sowas ist hier eh nicht, Mann. Alles klar, weil ich dusche. Was bist du für ein Stinker? Ich auch, aber du kannst halt nicht wie, was weiß ich, Mann, zu Hause, weißt du? Boah, gute Frage, wo Shorty ist. Ich denke mal, der ist auch raus schon. Jo, was geht ab? Ne, warte mal, wo... Ach, hier müssen wir raus, ne? Gleich, wenn die aufschließen. Dann hol ich mir noch ein bisschen Pizzasuppe. Ekelhaft. Jo, wie findest du die Brille, Mann? Jo, siehst du aus wie Mexikaner. Du siehst aus wie, du siehst aus wie ein Beachboy. Ich sehe ja jetzt erst. Das geht, die haben mich so Mexikaner geklaut, Mann. Yeah. Wir haben uns da mit so Mexikanern auf dem Sportplatz da geprügelt, weißt du noch? Da hast du dich geklaut? Ja, da habe ich die geklaut, Mann. Ein Beachboy, sagt er. Du mal die Taschenlampe aus deinem Gesicht. Hast Bock zu surfen, Mann? Hau ab. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wenn die Angler das sehen, machen die schlimmen Dinge. Warum bist du jetzt so, Mann? Lass doch mal die Welle reiten. Ja, die kommen. Fuck, ich hab einen Schlagring dabei, ne? In die Crocs rein. Ja, man fällt bestimmt nicht auf. Ja, natürlich. Mm. So, ja, was geht ab? Einmal an die Wand. Was? An die Wand. Ja, Sternewand. Wunderbar. Dann drehen sie sich umdrehen. Um. Warum sind sie... Ja. Sie sind ja voll weiß. Was? Okay. Wunderbar. Haben Sie irgendwas dabei, was Sie nicht dabei haben sollten? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ruhig einmal nach. Bye, have a beautiful time. Was gedacht? Suchen. Den Marburg lasse ich ihn mal. Und hatten Sie einen angenehmen Abend? Ich finde den nicht. Wunderbar. Ja, Mann, also das Essen könnte besser sein, ne, aber ich würd. Ja. War lange Zeit. Nein, habe ich nicht. Was denken Sie denn? Mir ist schon Bart gewachsen. Gut, Sie können sich wieder umdrehen. Okay. Wie sieht... Der fucking Knastmann und kein Familienurlaub. Why ist dein Charakter so komisch? Gut. Sie können sich wieder umdrehen, der Herr. Ja, aber ich will aus dem Fenster gucken. Ja, gut. Ja, wir können jetzt auch aus dem Fenster gehen. Was oder können Sie? Tür? Wir sollten... Was kann ich? Gehen, tatsächlich. Ja, gehen Sie gehen durchs Fenster mal. Oder durch die Tür? Können Sie sich aussuchen? Ich gehe durch die Tür. Wunderbar. Oh. Ah, mein Fuß tut weh. Der ist so dumm. Der hat beim Klamottenshop sein Dings nicht wieder zurückgestellt.
Oh mein Gott. Bro. Ich kann ihm das jetzt nicht sagen. Gute ist, er hat seine Schuhe mein noch Bein nicht tut im Stundenmodus. Wissen wir, dass er nicht weglaufen möchte. Ja, wohl wahr. Wenn nach hinten klappt, dann wird's gefährlich. Ja, dann müssen wir schon mal Taser rausholen. Ich gehe nie wieder rein in den Schuppen. Sind Sie sicher? Spätestens heute Abend ist er eh wieder dran. Was soll denn das heißen? Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, wie immer. Haben Sie die Seife verlassen oder warum gehen Sie so komisch? Ja, mein Bein tut weh. Ach so. Ich glaube an die Seife, der Karton Seife. Sieht man die Braue für sich hier permanent die Haare zu färben. Aua. Das ist der Glimmer-Look. Haben Sie Ihre Handys bekommen? Oder? Ja. Ich hab meins. Okay, dann ist alles gut. Ja, so wie kommen wir jetzt hier weg? Ne? Abholung besorgen. Die Fußfessel behalten Sie die nächsten 7 Tage, ne? Nochmal 7 Tage? Nochmal 7 Tage, Sie wollen ja schon wieder im Bau. Und jeden Tag melden? Jeden Tag melden, ja. Okay. Persönlich, nicht per Telefon. Jo. Das alles geht klar, bis morgen. Ja. Ist klar mit deinem Bein? Nee, ich ruf Milan. So, haben die nicht gefunden. Jojo. Jo. Jo, kommt uns abholen? Ja, wir kommen. Okay, wir sind schon im Parkplatz. Ich muss nur eben schnell ein Auto holen. Jojo fährt mich eben zum Verleih. Boah, ich will da echt nicht mehr rein, ne? Okay. Ist G auch da? Ja, G ist auch da. Du kriegst gleich einen Schlüssel von meiner Karre. Oh, okay. Bis gleich. Bis gleich. Jo, was war das denn für ein Alter? Hast du den Auspuff gehört? Ich hab's mir auch gerade gedacht. Lass mal blubbern! Oh, eines Tages klaue ich die Scheiße. Wow. Wir müssen unbedingt so eine Karre klauen. Ja, letztes Mal, wo ich das gemacht habe, lief es nicht so gut. Die kommen uns auf jeden Fall abholen. Okay. Ey, ich hab Shorty mein Auto vertickt. Für wie viel? Guck mal, Einkaufspreis war bei 7.000. Ich hab ein bisschen was dran machen lassen, aber ich weiß, der hat nicht so viel Geld. Ich hab gesagt, der soll mir 5.000 geben. Dann kann er die Karre haben. Ja, ist doch cool. Ich muss meine scheiß Karre aus dem Import. Entweder wurde er mit Jojo entlassen oder der sitzt noch. Aber ich denke, ja, der wurde mit Jojo entlassen, oder? Ich weiß es nicht, Mann. Vielleicht versteckt er sich auch in meinem Bart. Wolltest du dich nicht rasieren, oder? Ich glaube, ich lasse den so, oder? Ich sehe doch fresh aus. Du siehst aus wie ein beschissener Hippie, Mann. Was laberst denn du für einen Scheiß, Alter? Boah, ich hoffe, dass Raven heute am Start ist, der Hunger. Boah, ich hatte lange nichts Vernünftiges mehr, ne? Noch einmal gesehen, Pizza, sofort ich kotze, Mann. Jojo meinte, du hast mit so einem Mexikaner im Knast rumgemacht. Ja, das ist eine Lüge. Der Wichser kann mir erstmal die Kohle geben, ne? Der ging mit 20.000 mit einem Scheiß los in den Knast. Stimmt. Warte, ich hab doch Geld. Hab ich Geld von dem? Ja, ich hab Geld von dem bekommen, Mann. Wie hat denn der das los eingetauscht? Nee, das nicht. Aber wo wir diese Ballers da zusammengetreten haben, kam also irgendwie der Geld Stokes. Bekommen? Ja, und der hat uns Geld gegeben. Wer hat euch Geld gegeben? Dieser Stokes. Warte mal, den wir zusammengeschlagen haben? Ja. Der hat euch Geld gegeben. Ja, dafür, weil wir diese Ballers zusammengetreten haben. Dafür, dass ihr die Nappas geklatscht habt. Ja. Die sind auch reingekommen, Mann. Da habe ich schon hinterher geschrien. Ich meinte, dein Arsch gehört mir, du Wichser. Jo, das und dann solltest du vielleicht im State Prison nicht sagen. Dann haben die Cops noch mit uns gelabert. Und die meinten dann sowas, yo, wir sind gleich wieder weg. Wir sehen auch nichts und so. Ne, ihr macht das schon, Mann.
Sollen sich mal beeilen. Hat Mila? Ich hoffe nicht. Ich bin froh, wenn wir dann noch Tank haben. Lack, wer ist diese Kimbo? Ich bin froh, dass wir raus sind, ne? Was? Bin froh, dass wir raus sind. Boah, ich setze mich jetzt da vorne in meinen Fuß, Rodri. Ihr habt gar nicht meine schönen neuen Lichter bemerkt. Guckt euch die mal an. Hat die Briefe versteckt, oder wie? Ja, anscheinend schon. Hm. Wollen wir einfach die nächsten Tage, wenn ein bisschen ruhiger geworden ist, um uns. Irgendwann nachts am besten, ne? Mhm. Kürzenjack gesagt, dass er seine Hautfarbe wieder normal stellen muss. Wenn du dein Leben auf dem Surf verloren hast, Zimmer, dann komm ich und hol dich raus, RG. Goldscorp, danke schön für den Resub im 49. Monat, Stufe 2 sogar, GG. Fang die an zu saugen, Alter. Ich frag mich, ob der das Los überhaupt rausbekommen hat oder ob die denn das weggenommen haben. Ich hoffe, haben. Weil ich Geld davon bekomme. Ehrlich? Ja, Jojo hat gesagt, der gibt mir was ab. Ich hoffe, dass wir nie wieder einen scheiß Date prison müssen. Mhm. Vielleicht ein bisschen, auch, ne? Ein bisschen chillen mal. Oder sich zumindest nicht erwischen lassen. Und auch keine Cops mehr boxen. Ja, das hat ja die letzten Tage so gut funktioniert. Ja, und Mr. Seth Rocks, vielen lieben Dank für den Prime Sub im 7. Monat. Und Springneck, dankeschön für den Resub. Der Shorty, ne? Der nimmt über die Drogen, Mann. Und Rodinius, dankeschön für den Resub im 13. Also ich bin's wieder, alles Gute zum 13. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. An dem Tag, wo wir die zusammengetreten haben, ich komme gerade so aus der Krankenstation raus, ne? Ich habe so mal über mein Gesicht gucken lassen. Und dann stehen da so die Cops, die meinten, wir sollen so an die Wand, die durchsuchen uns und so, ne? Dann sagt der Shorty so, zu dem Stokes, ob wir dem nicht irgendwie geschlagen haben. Und ich dachte, er würde den jetzt irgendwie fronten oder so, weißt du? Und dann sagt der Stokes so, ja, deswegen sitzen sie auch hier, genau wie die anderen beiden. Dann sagt er so, ach so. Aber das war unnötig, dass wir den Kopf geklatscht haben. Nur weil der unfair gekämpft hat. Aber Shorty sollte sich auch mal beweisen. Bye, have a beautiful time. Scheiß drauf. Alle waren schon State Prison, außer Mila. Die ist irgendwie, die hat immer Glück, ne? Wie? Oh, oh, oh. Oh. Oh, es ist okay, Mann. Wir hauen schon. Jo, sag mal, sag. What up, yo? Einer muss den Kopf rum. Ist irgendwie dumm? Jo, warum? Warum bist du so blass, Mann? Ich? Jo, du bist. Boah, ihr seid allzu dumm, ne? Ja, und Mila, zeig dich mal. Steig mal aus. Ja. Krieg ich keine Umarmung? Ja, klar. Ich war voll lang weg. Boah, fuck, Mann. Ich geh im Kofferraum. Hey, yo, Curtis. Jo, was geht ab? Du ein Bart, Motherfucker. Wie? Ja, klar, okay. Ich auch, Mann. Jo, let's go! Okay. Jo, ich mach mal das Ding hier runter, ne? Einfach im Kofferraum, Alter. Jo, was ist los rausbekommen? Jo, LS, vielen lieben Dank für den Resub im 4. Hast du das los rausgeschmuggelt? Yeah, yeah, Mann. Ich hab's in meinem Schuh versteckt. Keiner nachgeguckt. Aber du weißt, kannst dir nicht vorstellen, was gestern Nacht passiert ist.
Warum? Was war? Gestern war meine Entlassung, Mann, und ich habe gewartet, bis ich abgeholt wurde. Bist du mit Shorty raus? Oder ist der noch drin? Der ist noch drin, glaube ich. Ah, okay. Ja, warte mal, Shorty ist noch drin? Ich glaube schon. Also mit mir ist er nicht rausgekommen. Und mit uns auch nicht. Dann ist der kleine Mann noch ins Bett. Muss der länger, oder wie? Und dann wurde ich von den Motherfuckern gejumpt, G. Die wir auch da zusammengetreten haben. Ja, das war Payback. Diese Nappes genannt. Ja, die haben mich zu dritt gejumpt und ausgenommen. Okay. Zu dritt? Ja, wir haben gekämpft, Mann. Dann hab ich Daryl, der Server ist komplett neu quasi. Dann bin ich aufgewacht und dann stand der Stokes über mir. Viele Leute haben hier schon Whitelist Soccer, weil ich aktiv, weil noch Beta-Status ist. Ja, sind wir schon da? Nee, wir lassen uns tanken. Nein, ich glaub nicht. Das zieht mich an hier hinten. Hallo, Haki. Hat Jojo seinen Lowrider mitgefahren, Motherfucker. Hinten. Ja, Curtis wurde von irgendwelchen Mexikanern angegriffen. Ja, von so Aztecas oder so. Da haben bestimmt die Wichser, wo wir uns den Sportplatz zurückgeholt haben. Weißt du noch? Ja, wo ich die Sonne. Bro, die haben mich komplett zu schlagen im Scheißdings, ne? Scheiß Motherfucker. Mann, die Klappe klemmt! Du fährst so lang, Mila. Yo, aua! Ich dachte, aua. Ich bin zu lang. Fuck, was macht ihr? Ich knall die ganze Zeit mit dem Kopf gegen die Scheiße. Weißt du, wo es zurückgeht, oder soll ich das in dein GPS eingeben? Oh Scheiße, was machst du hier? Ich wollte noch Curtis ein bisschen ärgern. Du wolltest ja erstmal. Hallo Simba. Scheiß drauf. Willst du nicht lieber nochmal drüber gucken lassen, Mann? Ach, scheiß drauf. Wollt ihr euch erstmal umziehen bestimmt, ne? Ich will zum Friseur, meine Haare sind gefickt. Was hast du gesagt, G? Nee, ich wollte eigentlich so angezogen werden. Finde ich eigentlich ganz cool. Oh, ist das warm heute? Lohnt sich ja schon fast die Klimaanlage anzumachen. Warum umziehen? Heute Abend seid ihr sowieso wieder drin. Nein. Sag sowas nicht. Vieles bisschen zu laut, ne? Ich bin echt am Überlegen, mir dieses Go XLR zu holen. Dieses Audio-Interface. Aber das kostet 400 Öcken, Alter. Schaut, du musst einfach ausbrechen, kannst dich am Kaffeebecher vom Kopf verstecken. Mein TK. Go XLR Bombe habe ich auch. Ich weiß, dass das richtig geil ist. Ja, der kleine ist aber kacke manchmal, wenn dann groß haben. Die ganze Zeit an diese aber 400 Euro für Nüsse ausgeben, obwohl ich das nicht brauche. Das ging so schnell weg. Hast doch Geld, trotzdem ist 400 Euro viel Geld, Bruder. Das ist trotzdem viel. Der Mann hat ein halbes Kilo weggedrückt. Und ich brauche es nicht unbedingt. Aber das wäre schon cool zu haben. Ding einfach in Sandschuh, weil ich dann die Musik und so darüber regeln könnte und alles. Und dann habe ich mir immer so ein paar Gramm halt rausgenommen. Ich bin nicht gewundert, wenn du auch im State auf einmal bist. Links. Aua! Ah, fuck! Was war das? Uns ist eine Oma, glaube ich, fast reingefallen. Ich muss mal kurz pinkeln. Sind wir schon da? Nee, aber ich muss pinkeln. Dann mach eine Flasche. Nee, bis gleich.